Was haben Sie seit den letzten Trainerengagement in Wolfsburg gemacht? Well, ich war ziemlich viel zu Hause und habe eine Garage gebaut und einen Garten gebaut für meine Frau. Und ja, es gibt viel zu tun in diesem Bereich. Und probiere mich fit zu behalten und habe ich auch ein bisschen Eishockey geschaut in Kanada, Victoria und so. Gibt es auch verschiedene Mannschaften, wo ich kann folgen. Wie haben Sie reagiert, als der Anruf aus Berg kam? Well, es war ziemlich aufregend. Als ich bin aufgestanden, habe ich schon 5 oder 6 Anrufe verpasst und habe gewusst, irgendetwas los ist. So, es war anstrengend die letzten 2 Tage. Würde ich froh, eine gute Nacht schlafen heute. Welche Probleme haben Sie bei SCB nach dem ersten Training erkannt? Wow, Problem. Ich glaube, diese Liga ist so ausgeglichen. SCB war top für 4 Jahre und ich glaube, die kann noch top sein, aber es ist nicht einfach. Die anderen werden immer besser und die jagen natürlich die Beste. Und ja, wir müssen einfach jetzt merken, dass es das ein Sprint bis zum Schluss und wir müssen unsere beste Eishockey bringen hier. Und erste Sache, Ziel ist, Playoffs erreichen. Was gehen Sie als erstes an? Well, allgemein einfach mit den Spielern besprechen, und was Thema die denken, wir müssen vielleicht ein bisschen mehr dran setzen und dann mache meine System. Aber wie ich sage, es ist sehr kurze Zeit jetzt, so ich glaube, wir müssen nicht alles ändern. Meine vieles, was Bern hat gemacht, war gut genug für 3 Titel in 4 Jahren. So. Ihre Situation erinnert an die Übernahme bei SCB, ZSC. Ist die Situation wirklich vergleichbar oder wo sehen Sie die Unterschiede? Ich bin erst ein Training und ein paar Stunden hier. Ich muss erst mit den Spielern unterhalten ein bisschen und dann kann ich vielleicht mehr sagen. Aber ich glaube, es ist immer ein bisschen gleich, wenn eine Mannschaft große Erwartungen hat und vielleicht ist nicht auf dem Platz, wo jeder denkt, die soll sein, dann ist immer ein gewisser Druck da. Es ist nun das 4. Mal, dass Sie als Krisenmanager zum Einsatz kommen. Was ist das für Sie? Oh, ja, weißt du, es ist ein Job, wo es nimmt 100% dich selber und ich habe das jahrelang gemacht. So eigentlich, wenn man so etwas macht für 4 Monate, ist manchmal nicht schlecht. Gibt mir mehr Zeit zum Erholen. Ich werde auch immer älter. So